Und das werde ich nur nicht ganz viel Neid suchen, weil die hat schon den flotten Katalog gemacht, wo am Fungehol alles draufsteht, werde ich nur nachdenken kann, ob das Kita ist, die eine moderne Grafik nach entwickelt tun, für Verschiedenes nach Mikloa zu machen. An dem Sinn gesehen, ich dachte auch durchaus als einen historischen Beitrag, nicht nehmen als aktuell politischen Stellungnahme, wirklich auch als historische Recherche. Ihr wisst, dass 1919 zu Lützeburg das allgemeine Wahlrecht angeführt ging, durch eine Verfassungsänderung, der tut mich zu präzisiert, ging am Wahlgesetz vom 16. August 1919. Die hat heute in Artikel 1, den definiert, wen darf dann lo wählen gehen. An mein Bitte von heute Abend als für die vier Punkte, die da vorgesehen sind, für die durchzugehen und zu gucken, wie die sich bis heute entwickelt haben, wer du von der Stuhl geblieben hast, wie das an der konkreten Praxis ausgesehen hat. Ich werde mehr abgehen, ob das Aktivwahlrecht, das Passivwahlrecht könnt nebenbei auch viel. Von den Artikel 1, wo es um das Aktivwahlrecht geht, du hast einen Unterschied beim passiven Wahlrecht, beim aktiven als Altersgrenze bei 21 Jahren gewesen und beim passiven bei 25 Jahren. Wenn der erst die vier Punkte nur guckt, die vier Konditionen, die für dürfen, mit wählen zu gehen, dann merkt er schon, dass das Wahlrecht nicht so allgemein ist, wie das wird allgemein gehen können, undeuten. Erstens muss er Lützebäuer sein, es muss in bestimmten Alter erreicht haben, es muss in die zivil- und politische Rechte haben, wird natürlich gesehen direkt, und muss ihn am Grand Duché wohnen. Ich fange nun mit dem einfachsten Punkt, nämlich dem Punkt 3, Jouir des droits civils et politiques. Das heißt, dass zum Beispiel in der Zeit kein Prisonnier hat dürfen mit Fehler gehen. Alle Prisonnier waren ausgeschlossen von ihren politischen Rechten. Mehr ausgeschlossen waren auch all die Personen, die in der Tutelle stehen. Wir gingen, oder derzeit das gesucht in die, die zu Ettelbrück am Geckenhaus waren, zum Beispiel. Das ist eine Kategorie von Leuten, die in der Tutelle gesetzt sind. Oder aber auch, und das geht schon gut, steckt mir weit, all die Leute, die vom Ärmebüro aufgehangen sind, die also kein Agent Akkommens hatten, der durchgegangen wäre, für sich an ihre Familie sanieren, die also vom Ärmebüro leben. Und da merken wir, dass am Fungehol der Zensuswahlrecht wird aufgeschafft ist, dem sein Zweck wäre, für arme Leute auszuschließen vom Wahlrecht, das offiziell aufgeschafft ging, also der will jeder wählen gehen, auch von der Kängsteuer bezahlt. Mir über den Heuwe sind die dann aber nicht ausgeschlossen gehen, weil sie zu arm wären, für sich selber zu suchen. Der Punkt ist allerdings als erste 1941 an der ersten Verfassungsrevision nach dem Zweiten Weltkrieg geändert ging. Es ging an den Diskussionen an der Chambre hauptsächlich um die Frage, was Prisonnier überlangt. Du hast diese Idee, die nicht mehr nach denen, die zu einer Pen kriminell verurteilt sind, die also Krim gemacht hatten, ging vom Wahlrecht ausgeschlossen, mit denen, die nicht mehr ein Pen korrektionell hatten, also die justen Delikt gemacht hatten, die dürfen weiter wählen können. Du hast nicht automatisch ein Ausschluss vom Wahlrecht. Es hilft dann, Gericht wird am Urteil ausdrücklich gesucht, andere gibt ausgeschlossen vom Wahlrecht. Es kann den eventuell sogar nicht mehr die Strophe kriegen, je nachdem, wer die gestiegen hat. Das wird dann ein bisschen ausdrücklich gesucht, wenn nicht mehr automatisch. Und an dem Gesetz, an der Verfassungsänderung, als auch die Geschichte beim Ärmebüro sang- und klanglos verlegen losging, an der Chamberdebatte hat nicht ein Deputiert in den Punkt abgegriffen. Nein, das seid ihr nicht mehr am Gesetz. Wie der Taudeus gesagt, sind wir am Gesetz vom 16. Februar 2003, wo klar gesagt wird, wie nicht der Fehler gehen. Das sind also all die Personen, kondamniert an der Pen kriminell, was ich gesagt habe. Die Personen, die en matière correctionnelle sont privées du droit de vote par condamnation. Wo also dort hielt ausdrücklich sieht, aber weiterhin ausgeschlossen sind les majeurs sous tutelle. Also die Personen, die
einen Vormund tun, weil du könnt den Vormund praktisch ihnen eng Wähl oder einen Stimmzettel ausfüllen. Das soll eben evitiert gehen. Dafür haben sie einfach kein Wahlrecht. Kommen wir zum zweiten Punkt bei den Konditionen, nämlich muss ich am Land wohnen. Das geht 1972 aufgeschafft als Kondition. Mit könnten eigentlich am Platz. Geht nicht organisiert, wie dann als mit denen, die nicht hier wohnen. Das könnte ich 1984, also 12 Jahre spät, Gesetz dann Briefwahl 4. Geht angefordert an am Anfang, als das relativ restriktiv. Es muss ihnen eine gute Ursache haben, für dürfen Briefwahl zu beantragen und dann auch dazu zugelost zu gehen. Das ändert man im Gesetz zum 19. Dezember 2008, wo das verallgemeinert wird, jederin, der will auch Briefwahl beantragen und auch, wenn ich hier am Land sind zum Beispiel, während die am Ausland wohnen, die konnten Briefwahl schon von 1984 beantragen. Das führt aber dazu, dass weil Konditionen für die Nationalität unzufrieden, auch 2008, und zwar schon im Oktober, erleichtert gesehen, du hast die Doppelnationalität angefordert, dass am Artikel 29 vorgesehen, dass Personen, die am Ausland wohnen, an denen hier vierfahren, am Jahr 1900 Lützebäuer waren, die dürfen die lützebäuerische Nationalität rekuperieren. Die dürfen sie rumkriegen. Ja, weil hier Großpap oder Bumi oder Urgroßpap sie irgendwann ein Kier hatten, also für 1900 oder am Jahr 1900 nach hatten. Das führt dazu, dass eine relativ große Zahl von Leuten lützebäuerische Nationalität angefroht haben, die am Ausländer, die angefroht haben, an der Doppelnationalität tun, auch wenn sie an der Belgien oder Frankreich oder an den USA wohnen. Die dürfen theoretisch also an Zukunft mit Briefwahl sich in der Lützebäuer Wahl beteiligen. Von der Statistik geguckt, als nicht herauszufinden, es wissen zwar, wie viele Leute mit Briefwahl gestimmt haben, mit wissen nicht, wo die Leute wohnen, die mit Briefwahl aufgestimmt haben. Das heißt, sind da so ein Amerikaner, die zu Lützburg mit diese Idee tun, wie eine Regierung mal kriegen, das wissen wir nicht. Ja? Aber das sind relativ viele, ich komme am Schluss noch ein bisschen auf die Zöllen zurück. Die dritte Kondition, das war die vom Alter. Das ist eine Diskussion, die ich ganz bestimmt noch mehr präsent habe. 1972, bei derselben Gelegenheit übrigens, wie bei dem Wohnsitz, geht das aktive Wahlalter von 21 auf 18 aufgesetzt. Das war aber eine Diskussion, wie ich die schon lange am Gange war. 1963 hatte Henri Krawat, ein LSRP-Bürgermeister von Dickrich und Deputierten, schon proposiert, für die Gemengewahlen das Wahlalter von 21 auf 19 hochzusetzen. 1961, ohne dass das einen Effekt hat, das war eine Proposition, die er hat, 1961 hat sich noch immer nicht geändert und die ganz jungen DP-Deputierte Gaston Thorn hat im Moment proposiert, für das Wahlalter hochzusetzen, und zwar das Aktivwahlrecht ab 18 Jahren und das Passiv von 25 auf 23 Jahre. Die Proposition leitet um das, wie am späten November 1961 die Regierung die Demission gibt, weil sie gefallen ist über die Aufschaffung vom obligatorischen Militärdienst. Das ist über eine Aktion, die da auch an dem anderen Buch, das für das Wahlrecht rausgekommen ist, könnt ihr nachlesen. Wie hat die Chamber selbstständig eine Decision geholt, ohne die Regierung für uns zu informieren. Das vom Rang vom demokratischen Prozess hier wirklich ein Highlight vom Parlamentarismus zu Lützburg. Mir auf Initiative vom CSV-Deputierten Jean Spautz geht eine Motion durch, die den obligatorischen Militärdienst aufschafft.
Die Regierung muss demissioniert, ob sie, weil das nicht aufgeschwert wäre, auch unter der Koalitionspartner. An dem Gaston Thornsing Proposition für die Wahlrechtsänderin, die ging bedeuten eine Änderung von der Konstitution. Lass ja so, oder demut wird nach so, dass von den Welt, von der Chambre decidiert, wir wollen den Do-Punkt ändern, dann ist automatisch die Chambre abgelöst. Logit nur der Demission von der Regierung, die Chambre abgelöst. Aber sie decidieren sehr nach viel drin, den Artikel 52 von der Verfassung für revisabel zu erklären, für das die nächste Chambre kann über das Wahlalter decidieren. Das decidieren sie mit 43 Ja-Stimmen bei 7 Abstentionen aus der CSV. CSV war gedeelter Meinung, die mir jung deputiert wie der Jean Volter waren ganz da dafür. Mir eher Semester wie der Georges Marx zum Beispiel waren da dagegen. Ich komme gleich darauf nach zurück. Die neue Chambre, die also Ende 60 gewählt wird, 69 dann ihr Erbicht abhält, die braucht bis 1971, bis sie sich mit der Verfassungsrevision beschäftigt. An 72 legt dann ein Projekt um Tisch. Ein Projekt, den durchaus diskutiert ging, als der Leon Bollendorf zum Beispiel sieht, ich werde zwar dafür, mir ist in der Meinung, dass wenn wir das abwehren, dass wir den Jungen, also wohlgemerkt, das sind die Leute von 19 Jahren, Dreschke wählen zu gehen, oder mit 21 Kandidaten sind, da sollen sie einfach mal vertiefen, eine politische Bildung kriegen. Ich lese nicht, sein singeriert. Il faudrait amener les jeunes à réfléchir sur les grands problèmes des sociétés modernes. Il faudrait essayer de former en eux une conscience civique qui les habilitera à porter des jugements de valeur. Car autre chose est la connaissance des institutions, autre chose, la communication des valeurs nécessaires à la subsistance d'une société démocratique. Die Satz, als 1972, den 13. Januar, geschwert ging, wobei ihr muss wissen, dass das Jahr für drunten zu Lützburg gerade die do Jugendlichen, die nur vorkommen, klar gewissen hatten, dass sie eine politische Meinung haben, an dem sie nämlich eine Schulreform gefordert haben, auf ihren allem eine Reform von den Etudes Supérieures, die derzeit noch am Ausland, nicht mehr am Ausland konnte gemerkt werden, dass sie müssen zurückkommen und haben müssen ein Examen machen für Leute, die mal keinen Doktortitel hatten. Ja, also da war schon die junge Karte gewesen, dass sie politisch durchaus eine Bildung hätten. Aber sie kriegen aber heimgesucht, vertieft sollen sich mal bilden. Und respektiv, da muss ich auch raus von der Leon Bollendorf, hat das als eine Aufgabe gesehen, die Schule an Zukunft müsste erfüllen. Das war nicht der Reproch und die Jugend. Ja, das war erst der Reproch und der Lützburger Schulsystem. Colette Flesch sieht an der selben Diskussion, das ist Zeit, dass wir den Wahlalter aufsetzen, weil die, die am Moment der Verwirrung gehen, die sind einfach am Durchschnitt zu alt. Und dadurch hat als politische Gesellschaft riskiert, liederisch zu gehen, riskiert, nicht schnell genug Reformen anzufeiern. Und das Schulgesetz wäre ein gutes Beispiel dafür. Force nous est de constater que la prépondérance croissante d'électeurs d'âge moyen et avancé dans notre corps électoral n'est pas faite pour introduire un élément dynamique dans le processus décisionnel politique et pour réaliser des réformes qu'exige le XXe siècle. Die Leute sind also durchaus dafür, und die Chambre wird auch mit ganz großer Majorität dafür stimmen, außer einem. Dass ihn, den Rind, die Rufsätze vom Wahlalter sich ausdrückt, ganz klar, dass der Georges Marx, ein CSV-Deputierter, dass aber den nächsten CSV-Deputierten, die gegen Gesetz stimmt, dem seine Meinung auch ganz klar zum Ausdruck bringt. Er steht im Standpunkt, dass es für die Jugendlichen besser ist, bis 21 Jahre zu lehren, anstatt Politik zu machen. Dass auch die Nächsten, den ansingeriert, argumentiert, 1961 zu Paris, zu Berlin und so weiter, 1971 zu Lützburg, haben wir gesehen, wie die Jugend randaliert und alles futtig möchte, wir wollen doch denen nicht unter das Wahlrecht gehen.
all die anderen haben erst gesagt, aber da haben wir ja gesehen, dass das nötig ist, dass wir die Jugendlichen um politischen Diskurs partizipieren lassen, hier argumentiert, schüsst umgedreht. Diskussion über das Wahlalter hast du mir aber nicht erledigt. Also du gehst 2007 das Wahlalter auf 18 respektive 21 Jahre aufgesetzt. 1995 proposierten Deputierten Eugène Berger für das Wahlrecht, das Passivwahlrecht, auch auf 18 Jahre aufzusetzen. Also selbst wie das Aktivwahlrecht. 3 Monate drauf, im Februar 1996, proposieren die LSAP-Deputierte Kohlwelter und Zanussi für das Wahlalter ab 17 respektive 18 Jahre aufzusetzen. 17 aktiv und 18 passiv Wahlalter. Mit geschieht nicht. 1999 könnte Eugène Berger nachher eine neue Proposition bei den Gemengewahlen soll den aktiven Wahlalter ab 16 Jahre aufgesetzt gehen. Und nachdem, mit der Proposition bleibt es sich konsequent, und wird auch nach am Anfang von den 2000er Jahren immer nichts dort fordern. 2003 könnte dann ein Gesetz oder wird Wahlgesetz geändert, am Sinn, dass der Passivwahlalter ab 18 Jahre aufgesetzt wird. Der Tischlos sind die aktiv an das Passivwahlrecht bei 18 Jahren, vor 16 Jahren schwarz nach Kiel. Die Frage dreht sich aktuell 2015 beim Referendum. Beim Referendum, den die Regierung ja proposiert hat, für Verfassung zu ändern. Er soll gucken, wie steht die Wahlbevölkerung zu so froh wie das Wahlalter, was sollen wir an der geplanten Verfassungsreform an der Hinsicht erschreiben. Froh wäre also, approuvez-vous l'idée que les Luxembourgeois, âgés entre 16 et 18 ans, aient le droit de s'inscrire de manière facultative sur les listes électorales en vue de participer comme électeurs aux élections pour la Chambre des députés, aux élections européennes et communales, ainsi qu'au référendum. Es geht also nicht mehr um das Aktivwahlrecht, ne? Partizipieren comme Elekteur. Und die Antwort von den Wählern war relativ eindeutig. 79% von den Wählern haben nie gesagt. Wobei man sich aber muss bewusst sein, die 79% von den Wählern, das wären 29,5% von den Einwohnern vom Land. Also nicht konnte man aufstimmen, die, die am Anfang betroffen waren, die, die nämlich kein 18 Jahre haben. Die konnten ihre Meinung nicht sagen. Genauso wie auch all die anderen, die an die Konditionen gefallen sind, die man ähnlich gesehen haben vom Wahlrecht. Ich komme schon zum letzten Punkt, den einfach ein bisschen mehr groß ist. Die erste Kondition, die am Wahlgesetz von 1990 festgehalten war, es muss ein Lützebäuer oder Lützebäuerin sein. Die Diskussion ist zu Lützeburg lanciert worden 1981 von der ASTI, der Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés, die den Slogan geprägt hat, vivre, travailler, décider ensemble, also auch décider ensemble, nicht nur zusammen schaffen, erwohnen, sondern auch zusammen decidieren. Und sie haben damals eine Petition lanciert, die interessanterweise von Mandatären, von denen damals 5 Parteien, die an der Chambre sitzen, eine Schrift genannt. Also sowohl Deputierte von der CSV, der LSAP, der DP, der KP und dem PSI, Parti Socialiste Indépendant, haben die Petition mit einer Schrift. Wohlgemerkt nicht am Namen von der ganzen Partei, mehr a titre personnel. Unterschrieben hatten noch die 2 Großgewerkschaften, OGBL und LCGB. Das führte aber zu Streit, zum Beispiel an der CSV. Und allein nicht jederin, die mit dem d'accord war, so dass 1984 bei den Wahlen nicht mit der LSAP und KPL, also Kommunistische Partei, die Punkte an ihrem Wahlprogramm abgegraft hatten.
bei den anderen Parteien von der Insel, die 81 Mal dann geschrieben hatten, geht davon noch kein Gesetz mehr. Und zwar hauptsächlich alle in der CSV, die Redaktion vom Lützebäuer Wort, sich als die mehr konservativen Teil von der CSV erwiesen hat, auch ganz klar gegen das Wahlrecht geschrieben hat. Das geht dann mehr deutlich 1987. Da wird nämlich ein Aktionskomitee von einem Sechstel gegründet, Vierläufer von der heutigen ADR. Und den nehmen schon ganz klar Ausländer skeptisch, für nicht so ausländerfeindlich, Punkte an ihrem Programm hatten. A tel point, dass all die anderen Parteien loferten, dass viele Lützebäuer, wenn es dem Punkt den Aktionskomitee wählen, an sie nicht mehr gingen wählen, und dafür als keine Partei mehr, die 89 den Do-Punkt an ihrem Programm beibehält. 87 als, hat organisiert das, die hier sechste Festival, die nächste Festival war die, wo sie den Slogan lanciert hatten, vom Vivre Travailler Décider Ensemble, bei ihrem sechste Festival 1987. Denn der vom Festival, der 26. September, schreibt CSV-Deputiert Vivian Reding am Lützebäuer Wort einen Leitartikel. Aucune personne raisonnable ne peut être pour le droit de vote des étrangers. Cela mettrait le pays à feu et à sang. Dieselbsten Tag, als am Lützebäuer Wort, ein Leserbrief. Viertes Wahlrecht von den Ausländern. Die Leserbriefe vom demolierten Generalvikar von der katholischen Kirche zu Lützebäuer, Matthias Schilz. Den aus der Leserbriefseite verdammt ging, an hier Journalistin hat das Recht, den Editorial zu schreiben. Du gesagt, die gut wie die Redaktion, hier ist ein Patron, für das war die Zeit nach dem Bistum, praktisch an der Rückfall ist, für hier politische Meinung durchzusetzen. Du hast den ersten Diskussion zu Lützebäuer am Fonds blockiert. Einen neuen Ausstoß könnt ihr verbauen, wie das für uns oft der Fall ist. Am Februar 1992 wird zu Maastricht der berühmten Maastrichter Vertrag unterschrieben, die jo die Europäische Union kreiert, den aus der CK, Euratom an der EWG, die Europäische Union möchte, an die gesagt, hier eine Citoyenneté Européenne. Es gibt die Bürger von der Europäischen Union, aber wie sie Citoyenneté sieht, praktisch automatisch, du machst die Rechte verbunden. Du machst die Rechte verbunden, zum Beispiel auf einen gemeinsamen Pass, die gehen nur uniformisiert an den Mitgliedstaaten, aber auch Wahlrecht. Das ist ein wesentlicher Bestand von der Citoyenneté. Wahlrecht, das aber dem Vertrag nur limitiert das auf Kommunalwahlen und auf Wahlen für das Europaparlament. Der Vertrag wird an der Chambre am Juli 1992 diskutiert und ratifiziert. Diskussionen gehen ein bisschen um die Grenzen, die für Gitter abgehen und so weiter, da das am Anfang nicht viel Neues. Wir hauptsächlich diskutiert über Artikel 8b vom Vertrag. Nämlich den eben Wahlrecht für gesagt, für die zwei Sorten von Wahlen. Zu Lützebäuer scheint das ein einziges Problem zu sein, den sie haben mit dem Maastrichter Vertrag. Besonders an der DP gehen dann ganz reich Stimmen, die den Punkt nicht wollen akzeptieren, und die DP wird müssen eine eigene Partei da organisieren, eine Parteikonferenz organisieren, wo mit 3 Stimmen Majorität Deputierte gesagt hat, die könnte den Vertrag stimmen. Die DP war an der Regierung. Und trotzdem, ein Deputierte bringt es nicht über sich, den Emil Krebs,
Hier sieht anders scheinbar. Es könnte trotz aller berechtigten Kritiken gegen den Vertrag von Maastricht für den Vertrag stimmen, aber ohne den Artikel 8b. Den Wahlrecht wird das an der 4 gesagt. Auch Disposition von den Derogation von den Aufänderungen, die für verschiedene Länder gönnen können, sind für mich inakzeptabel. Die Derogationen, die vorgesehen waren, wären praktisch alle gut auf Lützburg orientiert. Da wäre zum Beispiel vorgesehen, dass von einem engen Land mehr als 20% von den Leuten Ausländer sind. Das wäre nicht mehr zu Lützburg der Fall. Dann kann ihn das Wahlrecht auch richtig spät erfahren, wie am Vertrag vorgesehen war. Es kann nicht vorgesehen, dass es kein Kandidaten löscht, die dafür gehen, mit einer engen Nationalität. Es kann nicht vorgesehen, dass bei Gemengewahlen zwar Ausländer dürfen mit vielen, aber nicht dürfen Bürgermeister oder Chefe gehen. Es waren eine ganze Reihe von so Ausnahmebestimmungen, die praktisch nicht mehr für Lützburg vorgesehen waren, wo dann Emil Kriebs sieht, trotz den Aufänderungen sind sie für mich inakzeptabel. Die große Majorität von der Chambre stimmt trotzdem für den Maastrichter Vertrag, mit dem unter anderem dann auch den Euro angefordert wird. Die muss aber nur umgesetzt gehen an die Lützburger Gesetzgebung. Das geschieht verdächt für das Europaparlament, Wahlen für das Europaparlament, mit dem Gesetz vom 21. Januar 1994. Aufgrund von dem EU-Bürger, die zu Lützburg wohnen, unter der Bedingung, dass sie seit 5 Jahren ihre Wohnsitz haben, von denen dort man zwei Jahre wirklich verbrüht gesehen, dürfen sie mit Wirkung, pardon, und sie sind eligibel, also ein Passivwahlrecht, wenn sie 10 Jahre hier wohnen. Aber sie müssen sich viel drohen, und zwar relativ lang viel drohen, ob viele Lüchten androhen lassen. Weil du musst kontrolliert gehen, ob sie nicht auch an ihrem Memisland, ob die Wählerlöschte stehen. Dafür war das ein relativ langen Delay. An war auch viel gesehen, dass Kandidaten aus EU-Ländern, also außer, oder war formuliert, nicht Lützburger, dürfen nicht Majorität, ob einer Kandidaten löscht sind. Für das Europaparlament. Derzeit sind noch 12 Kandidaten pro Europa, für ein Kandidatenlöscht beim Europaparlament, heute sind ja nicht mehr nach 6. Wir töten also nicht dürfen 7 nicht Lützburger so ein Löscht bilden. De facto werden bei all den Wahlen, die noch kommen, nur von 94, Maximum 1 Ausländer auf der Löscht sind. Also das eigentlich soll die Majorität sein, dürfen das an der Praxis sind wir weiter weg. Gemengewahlgesetz, das gedreht am Oktober 1995 geändert. Da werden die Derogationen, von denen ich gerade geschwärzt habe, alle gut umgesetzt. Minimum-Residenz zu Lützburg ist 6 Jahre, das ist die Dauer von einem Mandat an den Gemengewahlen. Für das Aktivwahlrecht an 12 Jahren muss ich wundern, wann ich Kandidat sein für die Gemengewahlen. Auch da muss ich sich androhen, ob die Wähler löscht. An Gesetz geschrieben, dass am Gemenge Rot, wenn den zusammen können, muss Lützburg geschwert gehen. Das wäre für drin eine Regel, die ja der Praxis wahrscheinlich angehalten ging, die nie gesetzlich geregelt war. Die merkt also, wie die europäische Regeln zwar umgesetzt gehen, wie so restriktiv es nicht mehr geht. Es erweist sich allerdings an den Jahren, die Lodo noch kommen, also nur 94, 95, wenn die Wahlen dann noch stattfanden, dass Lützburg frühzeitig auf die Derogationen verzichtet, die am Maastrichter Vertrag angeschrieben werden. Weil sie feststellen, dass die Angst, dass die Ausländer gegen halb Murchter greifen, komplett überflüssig wäre. Au contraire,
Sie mussten die Ausländer nur laufen, für das sie überhaupt auf Vierländisch nachschreiben. Eine wichtige Änderung könnte zum Beispiel beim Gemeindegesetz zum 2003 von der Lützebäuer Regierung an die Chamber hingehen, an Vierländisch nicht nur aufmachen für die EU-Bürger, wie das vom Maastrichter Vertrag vorgesehen ist, nicht für alle Ausländer, die hier wohnen. Also auch Schweizer oder Amerikaner oder Brasilianer oder Kapverdianer dürfen Lutz und Lützebüch in die Gemengewahlen teilnehmen. Natürlich nicht in den Wahlen für das Europaparlament, weil da dürfen nicht die Länder teilnehmen oder die Leute teilnehmen, die Bürger sich von einem europäischen Land. Dass nicht ganz viele Ausländer von dem Recht Gebrauch machen, gesehen in Anitüden, die nur die Wahlen immer nicht gemerkt sind, vom CEFIS, dem Centre d'études et de formation sur les identités et les sociétés, den 2017, nur die Wahlen, Gemengewahlen für 2017, festgestellt waren 34.631 Ausländer angeschrieben für das Wahlrecht, also für die von Deal zu holen. Das waren 22,1% von den Ausländern, die im Moment zu Lützebüch gewohnt haben. Also nicht einmal feier. Oder, anders ausgedrückt, 12% von den Wählern waren Ausländer. Also von Gefahr für die Lützebücher Demokratie war kein Rätsel. Ihr ist zurückgekommen, ob das Wahlrecht auf nationaler Plan, bei vielen Legislativwahlen, ging es nach der Agon um ein anderes Wahlrecht, von dem viel Männer geschwärt wird, wie wo am Fungal die meisten Lützebäuer, die meisten Anwohner zu Lützebüch, das Wahlrecht tun. Na ja, denkst du. Nämlich das Wahlrecht bei den Chambres professionnelles. Schon die Regierung von 1979 bis 1984 hat an ihrer Regierungserklärung vorgesehen, sie ging das Wahlrecht für den Obmann für Ausländer. Und das ist nicht geschieht. Dafür hat 1987 das die dezidiert, sie ging Kotisationen für die Chambre des Employés privés, von denen drei Ausländer, die bei ihnen geschafft haben, ganz einfach nicht mehr bezahlen. Mein Argument, wenn ich Kotisationen bezahle, die gerade so hoch ist wie die von einem Lützebäuer, dann muss ich auch dieselbe Rechte haben wie die Lützebäuer, die an einer Chambre professionell kotisieren. Sie gehen natürlich von der Chambre des Employés privés auf Gericht geholt, weil sie hier Aufgaben nicht erfüllt hatten, nämlich die Kotisationen anzuziehen und weiterzugehen. Darauf hatten sie da rückkommen gelöst. Und sie freuen, dass eine Question prejudicielle auf dem Cour de Justice européenne gestaltet. Das ist Gericht um Kirchbirch, soll sich das sehr unwählen. Und die kommen 1991 zu einem Urteil. Pardon? Ja, das tun ich schon lange gewesen, natürlich. Wo Code Justice also sieht, l'article 8 modifié du Règlement Communauté économique européenne, numéro 1612-68, das ist also ein Reglement, das von 1961 stammt. Relativ à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la communauté, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une législation nationale refuse aux travailleurs étrangers le droit de vote aux élections des membres d'une chambre professionnelle à laquelle ils sont obligatoirement affiliés, à laquelle ils doivent cotiser, qui est chargé de la défense des intérêts des travailleurs affiliés et qui exerce une fonction consultative dans le domaine législatif. Die Regierung hat sich nämlich immer dagegen gewirrt, mit dem Argument, mit Chambre professionelle, die gehen ein Avis auf, bei allen Gesetzen, wo sie wollen,
Also haben sie Deal und dem Exercice de la Souveraineté Nationale. Das Gericht, das Europäische Gericht, kommt zur Konklusion, das ändert nichts. Die haben dieselbe Rechte am Kader von der Libre Circulation des Travailleurs. Sie müssen sich können an Gewerkschaften ausüben, sie gehen vertreten von der Chambre professionelle, also obligatorisch, sonst hat das die ja nicht, dass die ja nicht durchgeklaut gehen, wo sie die Konzession nicht bezahlt haben. Sie sind also doofies affiliiert. Und also müssen sie auch dieselbe Rechte haben. Daraufhin muss Lützeburg die Losing-Verfassung ändern, nach Artikel 9. Geht gerne, könnt ihr tun, dass selbst in der Können für die Chambre professionell den Droit de Vote ausüben. Und das geht dann am Gesetz von 1995 für alle Chambre professionelle angefordert. Nicht nur die Chambre des Employés privés, sondern auch die Chambre de Travail, Chambre du Travail, Chambre des Métiers, Chambre du Commerce. Auch bei denen kriegen die Ausländer Teilrecht. Gerade bei der Chambre de Commerce ist das ganz wichtig, weil am Niveau von den Patronen also eine Majorität zu Lützeburg Ausländer. Also die profitieren von dem Urteil, das die da provoziert hat. Es bleibt der letzte Punkt, das ist dann Teilrecht für bei der Chamberwahlen. Eine Forderung, wie wir gesehen haben, die seit 1981 erhoben hat. Und ab der Materie, ab der de Jean-Claude Juncker 2002 bei einer Konferenz, die gehalten hat, auf Invitation von der ASTI, reagiert hat. Il faudra que nous réfléchissions aux conséquences qui vont découler de cette cession en deux parties des résidents luxembourgeois. Ceux qui disposeront de la plénitude des pouvoirs et ceux qui seront les seuls consommateurs des décisions prises par une minorité. Et j'arrive à la conclusion personnelle qu'il me semble évident que l'exercice du droit de vote doit être soumis à examen. Et pour ma part, je suis un adepte du concept de la double nationalité. Daten à Canada gesehen hat, wo ein Kedor auf Visite war, wo er sich in der Halle hat mit seinen Kollegen. Ich plädiere also nicht einfach für das Ausländerwahlrecht, wie das die das gemacht hat. Mir sieht, meine Lesung besteht daran, dass man den Zugang zur Lützeburger Nationalität vereinfachen, dass ich kann die zwei Nationalitäten haben. Dass ich seine heimische, seine ursprüngliche Nationalität kann beibehalten, an aber Lützeburg gehen, und da kriege ich das Wahlrecht mit. Er hat Probleme, für die Idee bei seiner eigenen Partei durchzusetzen, besonders bei seinem Justizminister, den derzeit Luc Frieden geheißen hat. Den sich dagegen gewirrt hat, den das nicht voll da gesehen, den aber hat mit 2001 das neue Naturalisierungsgesetz aufgefeiert, aufgrund von dem Doppel Nationalität tun, auch zu Lützeburg angefordert ging. Pardon, je vais m'arrêter un peu sans se dire qu'un. Ja, nein, das Problem ist, dass ich die Slide nicht da reinkomme. Ich wollte nicht den Slide nämlich weisen. Aufgrund von dem Gesetz von 2008 holen effektiv Naturalisationen ganz stark zu. Bis dahin waren wir immer bei ein paar hundert pro Jahr. Das sind so nur ein paar tausend pro Jahr. Und ihr seht auch, das sind nicht nur Leute, die zu Lützeburg wohnen, das ist immer den blauen Teil vom Stäbchen. Aber das sind zum Teil effektiv Leute, die an der Belgien wohnen, an Frankreich wohnen, an den USA wohnen, an die Lützeburger Nationalität als Zweitnationalität aufruhen. Ob die hier das Wahlrecht, das sie damit auch kriegen, ausüben, wissen wir nicht, wie ich eigentlich gesagt habe. Dass die sie China gut, mir gut nicht, dass eine doppelte Nationalität angefordert wird, mir das liest das Problem vom Wahlrecht nicht. Weil wenn der Leute die zweite Grafik guckt, 12 von den Leuten, die alle Jahre plötzlich wohnen kommen, die leiden bei weitem mehr, wie 12 von den Leuten, die plötzlich Nationalität beantragen.
Das ist die Splittung an zwei, von der Jean-Claude Juncker geschwärzt hat, dass als Gesellschaft aus einem Deal besteht, den Wahlrecht hat und Decisionen der Fallen an einer zweiten Halbschicht, von nicht sogar mehr wie Halbschicht, die hier wohnen und nicht dürfen mit dezidieren, die Splittung geht mit der doppelten Nationalität nicht abgehoben. Weil eben 12 von denen, die beikommen, erst im Ausland, mehr heißt als für die von denen, die die Lützebüsche Nationalität kriegen. Ja, auch das schließlich ist eine Decision. Ich gehe dafür zurück. Die Frage dafür, weiter zu Lützebüsch diskutiert, nimmt man den Begriff Ausländerwahlrecht, man nimmt den Begriff Anwohnerwahlrecht. Alle Anwohner zu Lützebüsch sollen das Recht kriegen. Und auch nicht nur von der Asti oder dem Klei, sondern auch zum Beispiel ganz klar von der katholischen Diözesankommission für Migrantenpastoral an, ich meine, das ist nicht unwichtig gewesen, von der Chambre de Commerce, die ganz klar für Anwohnerwahlrecht Stellung geholt hat, auch für dem Referendum von 2015. Da geht und sich ganz klar ausgesperrt, CGFP, also Gewerkschaft von den Staatsbeamten, den ADR, von dem wir gesehen haben, dass der immer war, an CSV, die nicht Klarstellung hat. Das geht ganz deutlich bei dem Referendum vom 7. Juni 2015, wo ihr die zweite Frage geheischt hat: Approuvez-vous l'idée que les résidents non luxembourgeois aient le droit de s'inscrire de manière facultative sur la liste électorale en vue de participer comme électeurs aux élections pour la Chambre des députés à la double condition particulière d'avoir résidé pendant au moins 10 ans au Luxembourg et d'avoir préalablement participé aux élections communales et européennes au Luxembourg. Da werden also schon eine ganze Reihe Sicherungen angebaut. 76% von den Wählern, Männer wie bei der Jugend, die sind dagegen. Das sind aber auch nur 21% von den Anwohnern. Gerade die, die es konzerniert, konnten ihre Meinung auch nicht so. Wieso kommen wir zu dem Resultat? Offiziell wird die Regierung nämlich viert, davon ein Wahlrecht, hat aber eine Wahlkampagne gemerkt, die ganz schwer war, wo sie praktisch keine Stellung geholt haben, so dass hier Stimmen schon untergegangen ist. Die anderen Parteien hatten ADR, wie der Klo gesagt, dreimal Nee gesagt. Von der CSV-Plakat guckt das der dritte von links, da steht wieder Jonas Nindro. Die so just, passt ab, ich verliere dich gut. Die wirklich Kampagne gemacht haben, das war eine kleine Gruppe von Leuten, die sich unter dem Namen 2015 zusammengetan hatten und hauptsächlich über Facebook eine riesige Kampagne gemacht haben. Und effektiv viele Leute überzeugt haben. Weil wenn ich in die Sondage guckt nach vom Dezember, Januar 2014-15, da war eine Majorität von Leuten zu Lützeburg viel davon der Wahlrecht. Und das kippt von März an. Aufgrund von so Kampagnen. CSV hat allerdings gesagt, wir sind gegen davon der Wahlrecht. CSJ, die Jurensektion, hat gesagt, wir sind dafür. Die Redaktion vom Lützebäuer Wort, das mittlerweile ein anderer war wie die von 1987, hat vier Tessländer Wahlrecht sich ausgeschwert. Wir sehen also, wichtig Stimmen zu Lützebäuer und sich dafür ausgeschwert und trotzdem sie 74% dagegen. Das fand ich interessant, weil du am Anfang eine immense demokratische Erfahrung gemerkt hast. Es hat sich gewiesen, dass auch Kleingruppen von Leuten können eine Meinung beeinflussen.
dass der Wert ist, sich für eine Meinung anzusetzen. Muss ich nicht mit der Meinung d'accord sein. Aber das ist jedenfalls das Resultat gewesen. Die CSV hat gesagt, sie gehen da, wo der Wahlrecht, wir dürfen sie aber der Meinung zur Nationalitätengesetz nach mir und der Naturalisierungsprozedur nach mir vereinfachen. Das kommt dann an einem Gesetz von 2019, wo effektiv dann in 2008, wo Doppelnationalität da gefolgt ist, du war die Residenzdauer abgesagt, ab 7 Jahre, die geht Lohn ist aufgesagt. Ja. Bon. Wir haben darüber geschwärmt. Wie gesagt, haut Wahlgesetz aus. Die ist noch immer entre Luxembourgeois und Luxembourgeois. Mais l'eau, an der Tumor gesehen, seit 1970, respektive 1995, 2003, est tragi de 18 ans accompli au jour des élections. Das ist auch ein Zusatz, die Neujahrs, ich bin nicht darauf angegangen, für den heute müssen den Alter erreicht tun, den Moment, wo die Wählerlöschte kontrolliert gehen. Und das sind praktisch 3 Minuten Wahlen. Das ist l'eau le jour des élections. Und das gilt auch für Kandidaten. Die müssen 18 Jahre haben, den Tag von den Wahlen, und nicht schon den Tag, wo die Kandidatenlöschten aufgehen. Für die droit civil et politique, wir haben viel gesehen, dass das restriktiv gehandhabt wird. Être domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg, mais les Luxembourgeois domiciliés à l'étranger sont également admis aux élections législatives par la voie du vote par correspondance. Am mieux gesehen, la qualité de Luxembourgeois kann ihn auch kriegen, wenn ihn am Ausland wohnt, an auf dem Slide für tun, wenn das ein ganz Party. Die Zölle kennen wir natürlich, kann ich es auch heute nicht als Statistik präsentieren. Tatsache ist, dass nicht Januar 2019 zu Lützburg 613.894 Leute gewohnt haben. Aber von denen wären wahlberechtigt 255.735 Leute. Die also die Alterskondition und Nationalitätskondition erfüllten. Ich kann sehen, dass ich ein Punkt droit civil nicht die letzten erfasst habe. Bon. Das ist ein anderer wieder, sind 41,6% von den Einwohnern zu Lützburg, die wahlberechtigt sind. So nicht, merci.